Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Divine Design Manifestation von Patricia Dender. Ja, ich richte mich ganz nach Neville Goddard, weil ich selbst alles ausprobiert habe, selbst alles überlegt, reflektiert, analysiert habe und das Einzige, was wirklich bleibt, wenn ich alles verstanden habe, dann bin das ich. Dann bin ich die Welt, bin ich mein Universum, bin ich meine Meinung, bin ich meine Ansichten, bin ich meine Liebe, bin ich meine Überzeugung. Und wenn ich das verstanden habe, höre ich auf, Dinge im Außen zu suchen. Und dann ist es natürlich auch sonnenklar, dass ich meine Dualseele bin. Wenn ich an Dualseelen glaube und wenn ich an Neville Goddard glaube und wenn ich an Divine Design Creation glaube, dann weiß ich, dass keine Dualseele außerhalb von mir existieren kann. Everyone is me pushed out, auch meine Dualseele. Meine Dualseele bin ich. Und jetzt, wenn du hier bist, weil du Herzschmerz hast, weil dir irgendjemand erzählt hat, dass eine Dualseelenbeziehung irgendwo so weh tut und schmerzhaft ist und dass das halt so sein muss und dass man da durch muss und dass das der Weg ist zur Dualseele. Nein, das ist der Weg zu dir. Das ist der Weg zu deinem wahren Selbst. Das ist der Weg zu deinem Ich Bin, zu deinem Ich Bin Alles. Ich bin göttlich, ich bin wahrhaftig, ich bin geliebt, ich bin unterstützt und zwar, weil ich es bin, weil ich es sage, weil ich es festlege, weil ich weiß, wer ich in Wahrheit bin. Und so kann es nicht sein, dass irgendeine Seele, irgendein Mensch, irgendeine Person außerhalb von dir etwas anderes ist wie dein Spiegel und deine Reflexion. Und deswegen wird es so oft falsch verstanden, dieser Dualseelenweg oder Seelenverwandte, der so schmerzhaft ist, der so ablehnend ist, der so enttäuschend ist. Ja, diesen Weg kann man gehen. Und irgendwann mal kommst du an und merkst, scheiße, es geht nur um mich, es bin nur ich. Hier ist keine Dualseele, die mich ablehnt. Hier ist keine Dualseele, die mich eigentlich liebt, aber nicht dazu steht oder zu ängstlich ist, die Liebe zu leben. Das bin ja alles ich. All meine Annahmen über meine Dualseele sind Annahmen, die ich habe und die ich projiziere. Es sind meine Annahmen. Es bin ich. Es ist immer nur ich. Es geht immer nur um mich und nicht um eine Dualseele, nicht um eine Dualseelenbeziehung, sondern es geht darum, wer ich bin. Und wenn ich das erkannt habe, bin ich schmerzfrei. Gibt es keinen Beziehungsschmerz mehr? Gibt es keinen Schmerz der Ablehnung mehr? Gibt es keinen Schmerz mehr, der mich einschränkt, der mich unterdrückt? Weil es bin doch nur ich. Und ich kann mich ändern. Ich kann meine Meinung und Ansicht über mich ändern jeden Moment. Ich kann in den Spiegel schauen und kann sagen, ich bin großartig. Ich mag mich. Ich liebe mich. Ich habe das Beste verdient. Für mich ist das Beste hier gewollt. Ich bin dafür geboren, um das großartigste, außergewöhnlichste, erfüllteste Leben zu haben. Ich bin in keiner Abhängigkeit und schon gleich gar nicht von irgendeiner Seele, einer Person, einem Partner, einem Menschen und auch nicht von Geld. Und genau darum geht es. Wir haben diese zwei Grundabhängigkeiten, die wir in unser Leben manifestieren, die uns immer wieder sagen, ohne das eine bin ich nichts, ohne Geld bin ich wertlos. Ohne Partner, ohne Liebe, ohne Anerkennung, ohne Rückhalt bin ich wertlos. Und erst dann, wenn es mir diesen riesengroßen Klick macht, dass ich weiß, wer ich bin in meinem göttlichen Design, in meiner absoluten Wahrhaftigkeit, in meiner wahren Power, in meinem God-State, dann bin ich frei. Weil dann muss ich mir nichts mehr im Außen manifestieren, das mich darauf aufmerksam macht, dass ich doch eigentlich in Wahrheit so großartig bin.
Weil wenn ich es geschnallt habe, dann weiß ich es. Und dann kann ich mir alles manifestieren, was ich will. Alles Geld, allen Reichtum, alle Liebe, alle Begeisterung. Einfach dieses erfüllte Königreich, wo Jesus auch gesagt hat, das Königreich ist für dich. Also geht es darum, dass wir all diesen Bullshit da im Außen ablegen und endlich in das Königreich eintreten und die Königin, der König dieser Fülle, dieses absolut nicht vorhandenen Mangels zu sein. Wie bist du? Wer bist du, wenn dir nichts fehlt? Wer bist du? Wie bist du? Was denkst du? Was fühlst du? Wenn du nicht von Mangel getrieben bist, wenn du nicht von Pflichten getrieben bist, sondern wenn du weißt, es geht einzig und allein darum, dass du es bist, die Verkörperung der Fülle und der Erfüllung. Weil dann hast du dich erinnert, daran, wer du wirklich bist. Dann hast du dich erinnert, dass du die Macht hast durch deine Vorstellungskraft, durch deine Ansichten, durch deine Rückschlüsse und durch deine Überzeugungen. Und hier noch zum Schluss dieses Videos, weil du bist ja bis zum Schluss da geblieben, das heißt, es hat dir gefallen, kriegst du diesen klaren Tipp, diese Klarheit von mir. Wenn du immer noch glaubst, wie kann ich mein Unterbewusstsein anders bearbeiten, wie kann ich meine Vorstellungen, meine Bilder, weil Neville Goddard sagt ja immer, you have to impress your reality on the subconscious. Damit ist einfach nur gemeint, du musst deine Überzeugungen von dem haben, von dem nähren, wer du wirklich bist. Du musst deine Überzeugung aus der Fülle nähren, aus dem erfüllten Wunsch, aus dem Endzustand, der schon erfüllt ist, aus deinem Divine Design. Und eine Überzeugung ist dann so viel wie dein Unterbewusstsein. Und genauso ist es andersrum, dass diese ganzen Überzeugungen, die du hast, eben dein Unterbewusstsein sind, dein Unterbewusstsein generiert diese Bilder und diese Vorstellungen, diese Ängste. Und wenn du diese Überzeugung über dein wahres Sein hast, ist dein Unterbewusstsein genauso überzeugt und dann generiert es Bilder der Freiheit, der Fülle, der Liebe, der Begeisterung. Aber da musst du hin. Das ist der Weg, das ist die Divine Design Reise. Und ich kann dir nur meine Hilfe und Unterstützung anbieten, weil diese Überzeugungen, von denen du nicht mal weißt, dass du sie hast, generieren dein Außen. Und ich habe die Gabe zu erkennen, welche Überzeugung da bei dir aktiv ist, weil ich sehe, wenn du mir erzählst, was in deinem Leben vor sich geht, weiß ich, was du glaubst. Was du wirklich glaubst, wovon du wirklich überzeugt bist. Und solange diese Überzeugung eben noch aus dem Mangel, aus dem Human Design herauskommen, werden sie dich einschränken, indem sie dir im Außen immer wieder zeigen, wovon du überzeugt bist. Selbstkonzept ist der Schlüssel. Wer bist du? Was glaubst du über dich? Und wenn du dann davon überzeugt bist, dass es wirklich so ist, und du keinen anderen Gedanken mehr als wahrnimmst, bist du angekommen. So, und jetzt weißt du, dass du dich nie wieder um eine Dualseele kümmern musst, dass du dich nie wieder um eine Person im Außen kümmern musst, damit du das haben kannst, was du möchtest und was dir auch zusteht, sondern nur um dich selber. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du likest, wenn du kommentierst, wenn du natürlich auch abonnierst und weiter empfehlst, weil wir müssen hier in unsere Wahrheit eintreten, damit die Leute nicht mehr so eingeschränkt sind und wirklich glauben, dass sie vielleicht verflucht worden sind oder mit einer Dualseele belegt worden sind oder mit einem Generationenfluch belegt oder was weiß ich nicht was. Wir sind alle so frei. Nur wir müssen diese Freiheit für uns als die einzige Wahrheit anerkennen.
Wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn du wirklich, wirklich ernsthaft begleitet werden willst, 3 Monate, dann komm in Rising Up. Diese Mastermind, die wird weiter bestehen. Nach 3 Monaten kannst du wieder einsteigen, weitermachen oder eben in meine nächsthöhere Mastermind, die Advanced Ultramind Experience, einsteigen. Das ist die Reise, die du mit mir machst, die Divine Design Reise. Das sind die Menschen, die einfach sagen, es ist genauso, wie du sagst, Patricia, und ich will diesen Weg gehen und ich habe keine Lust mehr, im Außen diese Ehrenrunden zu drehen, weil diese Zeit will ich mir sparen. Ich will meine Erfüllung und meinen Lebenszweck jetzt schon leben. Wir sehen uns. Bye. So, gleich haben wir 2000 Abonnenten erreicht und wir starten mit der Verlosung des 1:1 Coachings von 60 Minuten. Da ich nur unter den Abonnenten verlosen will, die auch wirklich ein Coaching gewinnen wollen, schreibe dich bitte in dem Link unter diesem Video hier ein.